Zukunft braucht Energie. Für den Menschen, für die Region, für ein ganzes Land. Hier in der Lausitz steht Energie seit 120 Jahren im Mittelpunkt. Eine Tradition, die für die Energiewende ein Vorteil sein kann. Damit die Region um die alten Kohlereviere attraktiv bleibt, sind innovative Impulse für einen nachhaltigen Strukturwandel nötig. Zukunft braucht Energie. Und Zukunft braucht Visionen. Wie werden wir in 50 Jahren mit Energie versorgt? Was treibt unsere Autos, Schiffe und Flugzeuge an? Wie wird eine klimaneutrale, sichere und bezahlbare Energieversorgung aussehen? Solche Fragen werden hier beantwortet. Im Großforschungszentrum für Zukunftsenergien. Ein Forschungskraftwerk, das historisch vorhandene Infrastrukturen im Lausitzer Revier nutzt. Die drei technischen Universitäten Sachsens haben ein Konzept entwickelt, das interdisziplinäre Forschungsquartiere auf einem Campus bündelt. Über eine zentrale Energieinfrastruktur ist alles miteinander verbunden. So wird Sektorenkopplung erlebbar. Interdisziplinäre Grundlagenforschung erfolgt in den Quartieren für Energieträger, Ökonomie und Recht. Welche klimaneutralen Kraft- und Brennstoffe haben das Potenzial, sich in Zukunft durchzusetzen? Und gibt es vielleicht ganz neue Energieträger, die heute noch unerforscht sind? Dabei werden auch Fragen rund um Wirtschaft, Recht und Landschaftsgestaltung in die Forschung einbezogen. In den Quartieren Zukunftsressourcen, Energiebereitstellung, Infrastruktur und Nutzung wird anwendungsnahe Forschung betrieben. Durch diesen ganzheitlichen Ansatz werden weite Teile energetischer Wertschöpfungsketten bis hin zu geschlossenen Stoffkreisläufen abgebildet und erforscht. Ein Beispiel ist die Einkopplung erneuerbarer Energien. Diese werden bedarfsorientiert in sekundäre Energieträger wie Wasserstoff gewandelt, in der zentralen Energieinfrastruktur gespeichert und können so sektorenübergreifend genutzt werden. Zahlreiche dieser Wirkungsketten und Wechselwirkungsbetrachtungen zwischen Sektoren lassen sich so direkt erforschen. Das gesamte Areal wird also selbst zum Forschungsobjekt. Forschung braucht Kompetenz und Know-how. Die Allianz aus TU Bergakademie Freiberg, TU Dresden und TU Chemnitz bündelt deshalb ihr Wissen und vernetzt sich mit wissenschaftlichen Partnern aus Sachsen, Deutschland und der ganzen Welt. Die Wirkung? Unmittelbar und nachhaltig. In der Lausitz können sich etablierte Industriezweige neu ausrichten. KMU und Start-ups profitieren dank der engen Vernetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Arbeitsplätze und starke Perspektiven entstehen. Doch auch über die Region hinaus ist die Bedeutung groß, weil essentielle Herausforderungen wie Klimawandel und Energiewende beantwortet werden. Energie braucht Zukunft und Zukunft braucht exzellente Wissenschaft.